Hallo und herzlich willkommen im Reich der Pflanzen. Wir fangen heute mit Kleinigkeiten an in der Entwicklung. Hier habe ich etwas drin, die Knollen von der Alocasia amazonica poli, die wir vor kurzem herausgenommen haben aus der Erde und dann in das Vulcateca Clean Premium Substrat überführt haben bzw. eingepflanzt. Dort haben sich ja ein paar Knollen herausgegeben in dem Sinne. Eine haben wir eingepflanzt, die steht hier in diesem weißen Becherchen. Kann man nicht wirklich viel erkennen, aber so ein ganz kleines bisschen. Und die anderen liegen hier drin, nach wie vor. Die habe ich einfach so stehen und abgedeckt mit einem Becherchen. Bis heute. Und das schauen wir uns jetzt gleich auch an. Aber es gibt erst ein paar... Einige Kleinigkeiten erstmal, um das Ganze dann dementsprechend weiter begleiten zu können in der Anzucht einiger Pflanzen. Und bei der Alocasia ist es also tatsächlich so, herzlichen Dank erstmal für die Kommentare, sie bekommt eine Blüte. Und das wird cool, das mit zu begleiten, wie sich das Ganze entwickelt. So, wir fangen jetzt mit Kleinigkeiten an, weil das sehr wichtig ist. Es geht los mit den Litschis vom 30.11., die wir hier in diesem Gefäß zum Keim gebracht haben. Wir haben ja schon einige eingepflanzt davon. Und das sind jetzt so die Nachzöglinge. Also hier ist einer, der hat tatsächlich schon ein kleines Pflänzchen ausgebildet mit Wurzel. Den werden wir heute auch einpflanzen. Man sieht also, die entwickeln sich alle sehr, sehr unterschiedlich. Hier ist einer, das ist bald schon eine Miniaturpflanze, die sich entwickelt. Hier haben wir jetzt nur eine kleine Wurzel, die sich herausschiebt. Hier noch gar nichts. Also die letzten vier jetzt davon. Ich behalte sie ganz einfach, um zu gucken, was da noch so sich entwickelt im Laufe der Zeit. Die, die sehr schnell keimen und wachsen, das werden voraussichtlich hier richtig genialen Pflanzen werden. Aber was wird hiermit passieren, wenn wir sie einpflanzen und wachsen lassen? Bekommen wir dann Miniatur-Litschis oder werden sie irgendwann hops gehen. Von daher, wenn wir das auch weiter beobachten, ist jetzt ein bisschen nass hier drin. Ich habe es heute Morgen eingesprüht, weil ich sie offen stehen habe ein bisschen, damit sie sich mal so ein bisschen akklimatisieren können, bevor ich sie nachher einpflanze. Ja, das kurz zu den Litschis. Also auch damit geht es weiter. Und jetzt hier unsere Südseepalme, war das glaube ich, ne? Die, ich musste eben ablesen, Biophytum sensitivum, die wir von dem Fukien-Tee mitgeliefert bekommen haben als, ja, ich sag's mal so, als Samen, der gekeimt ist in dem Substrat und dann dort drin gewachsen ist. Dann haben wir hier hineingesetzt in die Selbstbewässerung. Ich zeige mal ganz kurz einen Clip davon, wie sie heute Morgen erwacht ist. Das ist nämlich immer ein herrliches Bild anzusehen. Auch wenn die mal groß ist, wird das richtig cool, sowas betrachten zu können dann tatsächlich. So, dann schauen wir noch kurz rein. Das ist hier in der Selbstbewässerung. Hier unten steht immer noch ein bisschen Wasser drin. Das klappt also richtig genial. Man sieht, das Substrat ist feucht. Wird nicht gegossen von mir. Jetzt haben wir wahrscheinlich gleich, wir haben wahrscheinlich jetzt gerade gesehen, dass etwas hier drin krabbelt. Keine Panik. Nicht alles, was im Substrat krabbelt, ist auch gleich ein Schädling. Denn an der Pflanze ist kein Schaden zu erkennen. Und auch an sonstigen Pflanzen hier bei uns nicht. Also gehe ich davon aus, dass das dementsprechend auch Nützlinge sind. Ansonsten wäre irgendwo ein Schaden aufgetreten in dem Sinne. So, dann schiebe ich mal eben das hier rüber. Dass wir das gleich mal kurz so mitnehmen können. Mal gucken, was wir dazu sehen können schon. Hier sind jetzt die Knollen drin. Also wir sehen, da ist nicht viel Wasser drin. Das ist auch, wie sag mal, so dreckig, das Wasser. Aber ansonsten sieht das okay aus. Ich werde es gleich mal wechseln. Heute das erste Mal dann dementsprechend. Ich mache gleich nochmal eine andere Aufnahme. So kriegen wir das hier nicht so richtig hin. Okay, das kurz dazu. So schauen die Knöllchen von der Alocasia jetzt aus. Also richtig genial. Sie wachsen tatsächlich. Wurzelwachstum kann ich jetzt momentan noch nicht erkennen irgendwo. Müssen wir abwarten, wann und wo sich da was entwickelt an Wurzeln. Das kann ich jetzt so noch nicht sagen. Voraussichtlich aus der Knolle, gehe ich jetzt mal von aus. Aber ich, wie gesagt, weiß ich noch nicht. Das müssen wir weiter beobachten. Auf jeden Fall, alle Knollenstücke entwickeln sich, sind tatsächlich im Wachstum. Das ist eine coole Sache, sage ich dir. So, ich nehme die mal eben hier und setze sie jetzt hier wieder rein. Ich habe den Becher jetzt sauber gemacht. Und dann sprühen wir das Ganze jetzt gleich ein, so dass es halt ein bisschen feucht ist. Die müssen nicht komplett unter Wasser liegen. Ich denke mal, das wird auch nicht so gut sein. Aber auch das hier ist natürlicherweise ein Test, nicht wahr? Ganz klarer Fall. Also, dann gieße ich mal eben mit einer Sprühe. Nee, gießen ist, glaube ich, besser. Nee, ich habe nichts zum Gießen. Lol. Oh, ich ziehe mal eben ein bisschen höher, damit ich mir die Kamera nicht zusprühe. Das wäre nämlich nicht so der Burner. So. So, dass unten eine Pfütze Wasser drin steht. Das ist also vollkommen ausreichend. Und dann decken wir das Ganze wieder ab mit dem Becherchen und dann lassen wir sie einfach in Ruhe und schauen, wie sie sich weiterentwickeln. Sollen wir jetzt bei dem einen mal reingucken, den wir im Topf drin haben? Doch, klar. Logisch.
Na, hast du ihn schon entdeckt? Also auf, also viel kann man nicht sehen. Ich werde ihn jetzt trotzdem einmal freilegen, vorsichtig. Ich hoffe, es gelingt mir, durchs Display zu gucken, dass wir mal sehen können, wie sich das hier so im Substrat entwickelt, ob das nur von Vorteil ist oder nicht oder wie auch immer. Bis jetzt kann ich nichts erkennen. Gar nicht. Sollen wir mal ganz rausholen? Warum? Ich hebe ihn raus, dann pflanze ich ihn gleich einfach wieder ein. Ne? Ist dann doch einfacher. So, also wir sehen gar nichts. Ne? Moment. Ich muss ein bisschen aufpassen. Nein, also Wurzelwachstum kann man noch nicht erkennen. Es ist aber alles noch knackig okay. Moment, wo ist denn jetzt oben drunten? Halt, das war oben, genau. Von der Entwicklung her würde ich sagen, der ist jetzt noch nicht so weit wie die anderen, die in der ja, mehr oder weniger feuchten Umgebung sind. Also da tut sich jetzt nicht wirklich was. Ne? Okay, ich setze ihn wieder rein und dann müssen wir mal gucken, wie das damit weitergeht. Ich zeige euch jetzt mal, wie wir weiter vorgehen. Pass mal auf, die Südseepalme hier wurde bis jetzt nicht gedüngt. Das heißt, sie wird heute das erste Mal gedüngt, denn sie hat ja 3 komplett neue Blätter ausgebildet. Und das vierte ist jetzt am Herauswachsen. Also von daher können wir tatsächlich heute hier auch das erste Mal düngen. Ich werde vorsichtshalber nochmal nachmessen, dass ich hier nichts falsch mache. Nicht, dass ich in der Gießkanne irgendwas angesetzt habe gestern, wo ich gar nicht mehr weiß, was Sache ist. Und von daher lieber mal nachmessen. Ne? So, was haben wir hier? 480. Also gut. Wie gesagt, 400 bis 500 Mikrosiemens. Und dann können wir die Pflanze jetzt das erste Mal heute versorgen. So, da haben wir das schon mal abgehakt. Kann die gleich wieder an ihren gestandenen Platz. Sie bekommt allerdings nicht viel Licht. Das hat sich gezeigt, dass sie das nicht mag. Sie stand da unter dieser Maizi-LED, ne, weiß Bescheid. Das hat ihr nicht gut getan. Also die Blätter sahen richtig heftig schäbig aus nach kurzer Zeit. Und dann habe ich sie, ja, ich sag's mal, unter der Easy-LED-Beleuchtung gestellt, aber nicht direkt drunter, sondern unter den Pflanzen, wie ich das gestern oder vorgestern schon mal erklärt habe. Bedingt dadurch, dass wir viele große Pflanzen haben, ist auf dem Tisch gegeben dann wenig Licht und das ist vollkommen ausreichend für die Pflanze. Ja, das ist so allgemein bei Jungpflanzen bei den meisten, ne? Die brauchen gar nicht so viel Licht. Also jetzt hier bei den exotischen, tropischen und Zimmerpflanzen im Allgemeinen, bei der Anzucht von ganz klein. So, dann kommen wir jetzt zu Punica Granatum Nana. Hier hatte ich schon mal gedüngt, wir liegen hier noch bei, wenn ich nichts Falsches erzähle, 140 Mikrosiemens. Ich muss gleich sauber machen, weil hier Algen drin sind. 140 Mikrosiemens ist noch vollkommen ausreichend für die Stecklinge. Allerdings ist das Wasser momentan sogar, ja, ich sag mal, wird grün. Das sieht nicht so cool aus in dem Sinne. Man muss auch aufpassen, dass das Ganze nicht umkippt. Bei der Gelegenheit gucken wir uns die Schätzchen auch nochmal an, wie sie jetzt aussehen. Also richtig cool gewachsen. Wir hatten sie ja zurückgeschnitten vor kurzem. Ich werde es heute so machen, dass wir nochmal einen Wurzelschnitt machen. Ganz einfach, damit das kompakter hier in dem Ballen wächst. Das mache ich jetzt mit allen hier, um sie dann, ja, mal gucken, wie wir das jetzt weiter vorbereiten mit dem Wasser. Ich werde jetzt einfach nochmal, glaube ich, das Ganze sauber machen. Eigentlich müssen wir es auch bald einpflanzen. Ne? Aber das sind so Kandidaten, die sollen später mal verlost werden auf Instagram. Und von daher will ich sie jetzt auch nicht zu früh, zu groß vorbereiten in dem Sinne. Ach komm, kann ich auch hier reinschmeißen und hier sowieso sauber machen. Ne? Ja, muss ich mal gucken, wie ich da jetzt wirklich weiter vorgehe. Ich überlege gleich nochmal. Ne? Ich mache das jetzt erstmal so weit hier, wie ich mir das vorstelle. Ne? Ihr wisst ja, Theorie und Praxis sind immer zwei verschiedene Sachen. Von daher sehen wir, was wir gleich hier gemeinsam machen. So, dann haben wir die Wurzeln wieder gekappt. Dann können sie besser verzweigen, auch hier in dem Ballen. In dem Sinne können sie später auch besser verschickt werden. So, wie gesagt, das mache ich jetzt sauber. Hier ist also eine grüne Suppe drin, das sieht man. Ne? Das ist nicht mehr so toll, weil das kann jetzt wirklich von heute auf morgen umkippen. Und dann fängt das an zu stinken und dann hast du Jauche. Das ist nicht so der Burner. Ne? Von daher sollte man ab und zu mal machen. Aber bis jetzt ging es so und von daher ist das soweit okay. So, ich bereite das erstmal vor und dann kommen wir gleich zu den Schätzchen, die hier drin stehen. Da werden wir sie jetzt doch einpflanzen, weil es einfach einfacher ist, auch für mich später. So, ich zeige mal eben, wie ich das Ganze vorbereite hier, damit ich sie später einfacher verschicken kann. Dünnbohrer, ne? Da kannst du gleich mehrere Töpfchen präparieren, ne? Also richtig genial. Spart man sich einen Haufen Arbeit. So, das kurz dazu. Muss ich einfach mal zeigen. Ne? Weiß Bescheid. So, dann pflanzen wir die Schätzchen jetzt tatsächlich ein. Wie gesagt, damit sie hier reinwachsen können, ich sie später einfacher verschicken kann. Das ist dann wesentlich einfacher. Ne? So, wir pflanzen jetzt mit dem Steinbauwürfel ein. Man kann es auch ohne machen. Wir haben das ja schon mal gemacht. Soll ich das gleich auch nochmal zeigen? Machen wir. Machen wir. Ja. Und erstmal ein bisschen rein hier.
Achte mal darauf, dass wir nach Möglichkeit einen Gießrand behalten. Nach Möglichkeit. Ja, denn wenn du hier drauf gießt, dann nicht, dass dann das Wasser gleich wieder runterläuft. Das wäre natürlich nicht so optimal, ne? Von daher. Achso, übrigens, diese Schütte, die habe ich geschenkt bekommen. Aber soweit ich weiß, aus Kommentaren, die ich jetzt schon gelesen habe, gibt es diese kleine Schütte mitgeliefert, wenn man dieses Lechhutzapon, ich glaube, bei 25 Liter waren das, glaube ich, bestellt, ne? Kann das sein? Ich weiß es gerade nicht, ne? Aber soweit ich weiß, ist das so in etwa, ne? So, okay. Damit haben wir das erste Schätzchen eingepflanzt. Wird natürlich aber sofort angewässert. Wo habe ich denn jetzt? Ah, da habe ich sie doch liegen. Ich kann sagen, jetzt sind sie alle weg, ne? Oh, nehme ich noch ein Töpfchen hier. Aber hier machen wir es nämlich auch Topf in Topf, weil es einfacher ist, ne? So, stellen wir den aber nicht so da rein, sondern andersrum. Hey, die sind geil, die Dinger, ne? Die sind richtig cool. So, haben wir Wasser. Wasser haben wir hier. Düngen, ja, nein, vielleicht. Heute noch nicht. Wir gießen sie einfach erstmal an, wobei ich sie auch durchspüle einmal jetzt und den Rest dann gleich nochmal wegkippe, oder? Ach nee, nein, nicht zwingend. Denn es ist ja gereinigtes Substrat in dem Sinne. Das haben wir schon mal verwendet. Also wir verwenden das jetzt wieder. Da kann man nämlich auch heiß ausspülen, das Substrat, und dann dementsprechend trocknen lassen. Und dann kannst du es wiederverwenden. So, ich fülle jetzt so viel Wasser rein, dass es am Becherrand unten so ein bisschen drankommt. So, ne, dann kann sich der Pflänzchen nämlich auch von alleine versorgen. Okay, so, machen wir das jetzt mal hier spontan. Pass mal auf, ich versuche es einfach mal. Ne? Lange Rede, kurzer Sinn. Einfach mal versuchen. Nehmen wir jetzt mal hier die Steinwolle einfach ab. Gucken, ob das so gelingt, ohne dass wir großartig was verletzen. Werden natürlich Wurzeln abreißen, ganz klarer Fall. Ist aber nicht so tragisch, das geht, das siehst du wohl. Also das klappt tatsächlich auch. So, lege ich das mal an die Seite, pflanze das auch ein. Damit wir die Pflanze dann auch beobachten können. Ne? Dazu halten wir die Pflanze jetzt natürlicherweise hier rein. Rein, so tief wie sie vorher war ungefähr. Macht hier oben auch noch eine Wurzel. Also kann die ruhig bis zu dem Ansatz rein hier. So, siehst du wohl, zack, boom. Ne? Also das geht auch. Wenn du sie raus haben willst, Steinwolle, dann brauchst du gar nicht zimperlich sein, sondern beherzt das Ganze einfach mal rannehmen und gut ist. Und dann hast du dann dementsprechend. Jetzt habe ich auch meinen Bechern hier. Ja, wenn du so viele Becher hast, wo sind sie geblieben? So, aber auch hier ganz klarer Fall, sofort angießen, da darfst du nicht warten, ne? Bei der Steinwolle wäre das jetzt nicht so tragisch, aber hier musst du sofort angießen. Das ist ja wohl selbstredend, ne? Jetzt sehe ich gerade nichts, weil da der Aufkleber noch drauf ist. Die lasse ich jetzt auch dran, die fummel ich nicht ab. Das ist mir zu viel Arbeit. Ja, jetzt sagst du auch zu viel Arbeit. Zu viel Arbeit ist das doch nicht. Nee, bei einem Pöttchen nicht, ne? Aber bei der Menge, vor allen Dingen an anderen Sachen, die ich auch noch zu tun habe, ne? Ich habe jetzt nicht nur dieses Pöttchen hier, wo wir das reinpflanze. Von daher spare ich mir die Arbeit. So, Werbung machen wir ja sowieso, weißt Bescheid. Okay, also auf diese Art und Weise geht es und auf diese Art und Weise geht es auch. Brauchst keine Bange haben, das funktioniert tatsächlich. Dann mache ich das jetzt bei denen auch so. Nimm die Steinwolle ab und pflanze sie ein. Ne? Oder? Oder doch nicht? Ja, ist natürlich für den Transport wiederum einfacher, ne? Wenn die in der Steinwolle sind. Ich überlege mal gerade. Weißt du was? Wir machen es jetzt doch so. Wir werden überall die Steinwolle abmachen, weil es, ja, es ist dann doch ein Vorteil. Man sieht nämlich, die speichern natürlich enorm viel Wasser. Und es kann unter Umständen später mal, ja, etwas schwieriger werden. Hat er gar keine Wurzeln hier. Dann dementsprechend das Ganze, wenn das im Topf ist. Ne? Von daher, ich gehe da jetzt auch ein bisschen beherzt dran. Auch wenn ich eine Wurzel abreiße, das ist vollkommen egal. Denn die machen ganz schnell wieder neue Wurzeln. Brauchst echt keine Bange haben. So, dann ist es doch besser, ne? Zum Transport, denke ich mal, da muss ja sowieso das Ganze zukleben oben. Von daher, da werde ich das Ganze auch komplett mit Substrat befüllen nochmal, damit das nicht irgendwie abhauen kann oder wie auch immer. Aber jetzt zum Angießen und so ist natürlich einfach, wenn das nicht bis oben hin voll ist. Ne? Das mal kurz so mitgenommen. Das ist schon cool, ne? Wie gesagt, brauchst keine Bange haben. Also, ja, ist so. Wasser kommst du ja, komm. Ob ich nicht zu viel reingieße. So. Ja, dadurch sind sie auch jetzt längere Zeit versorgt. Ne? Das ist natürlich auch eine geniale Sache. Und das sieht man ja auch augenscheinlich, wann sie dann mal wieder Wasser brauchen. Und daher ist das also auch hier in dieser Verfahrensweise eigentlich relativ einfach. Ne? So, dann kommen wir zum nächsten hier. Dann haben wir sie gleich auch alle eingepflanzt. Hier geht ein bisschen schwieriger ab hier. Die anderen gingen wesentlich einfacher. Ja, siehst du wohl, ne? Was wir nicht alles hier einfach mal so machen, ne? Der ist ein bisschen kompakter gewachsen hier, der Ballen. Der Ballen ist nicht gewachsen, lol. Die Steinwolle war ein bisschen komprimierter in dem Sinne. Ne? Aber auch hier haben wir ausreichend Wurzeln dran. Also es ist überhaupt kein Problem. Und ich denke, es könnte tatsächlich gerade hier bei diesen Pflanzen besser sein, wenn die Steinwolle abkommt. Ne?
gehe ich jetzt einfach von aus. So, siehst du wohl, haben wir sie jetzt fertig eingepflanzt. Wo haben wir das Wasser? Steht hier. Ja, Mann, machen wir jetzt gleich. Ach so, die anderen müssen wir uns ja noch angucken, die im Wasser stehen. Die Avroa Carambola. Und auch die, naja, die anderen eben auch, siehst du gleich. Oliven waren das und unser Bonsai Fukie-Tee, ne? So, yippie-yay, sind alle eingepflanzt, von daher lassen wir sie jetzt erstmal wachsen und dann schauen wir, wie es damit später weitergeht. Kommen wir jetzt zu unserem bunten Mischmasch. Das sind die Olivenstecklinge, die wir vor kurzem hier gemacht haben und in Steinbockwürfel reingesetzt haben. Die separiere ich jetzt hier rein. Das Gefäß habe ich sauber gemacht, auch heiß ausgespült, ganz wichtig. Hier sind teilweise Blätter abgefallen im oberen Bereich. Insgesamt waren es, glaube ich, 3 Blätter, die ich hier rausgenommen habe. Aber die anderen sind okay. Von daher sind wir mal guter Hoffnung, dass das läuft. Aber das dauert natürlich noch ein bisschen. Okay, so schnell geht das nicht. Genauso wie bei dem Fukien-Tee hier. Das dauert ja auch ewig lange. Die ersten, die wir damals gemacht haben, die haben bis heute noch keine Wurzeln. Ob sie überhaupt mal irgendwann Wurzeln machen, das ist noch eine ganz andere Sache. Aber ich denke mal, da werden wir tatsächlich irgendwann das Ganze mit Hormonen machen. Aber wir haben ja noch, ne, den großen Fukien-Tee. Und da können wir ja endlos viele Stecklinge von machen. Verschiedensten Variationen dann auch. Aber das mache ich jetzt im Moment noch nicht. So, hier kommt wieder Wasser rein. Dann haben wir es auch mal gewechselt. Und dann können die hier drin bleiben. Und die habe ich jetzt rausgenommen, hier aus einem ganz einfachen Grund, weil diese sind schon länger drin. Das sind die Avroa Carambola. Ja, hier kommt auch eine Wurzel schon heraus. Mal gucken, wie die anderen jetzt aussehen. Vorsichtig. Ups, halt. Jetzt hängt er hier fest. Vorsichtig, sag ich doch, ne? Hier sehen wir jetzt noch keine Wurzel. Sitzt aber auch relativ fest schon drin. Dann nehmen wir mal den anderen hier. Hier sieht man doch, hier ist eine kleine Wurzel schon zu sehen. Kommt also auch raus. Auch das ist okay. Und dieser hier, Talintalum, das ist ein Blatt. Hier sieht man jetzt noch nichts. Ja, aber sie haben extremst Nährstoffmangel, ne? Extremst. Pass mal auf. Das heißt, sie werden das auch, ich lege es jetzt einfach mal hier an der Seite, das ganze Wasser auch mal wechseln kurz, um dann dementsprechend das mal neu zu starten in dem Sinne. So, ich werde es jetzt nicht ganz sauber machen, ich werde es einfach nur ein bisschen ausspülen. Nee, müssen wir sauber machen. Das geht nicht, das muss heiß ausgespült werden, auf jeden Fall. Ne? Schon allein der Algen wegen. Manchmal ist es besser, wenn man doch erst ein bisschen überlegt. Ne? Pass auf, so die jetzt hier noch keine Wurzeln, sichtbaren Wurzeln haben vor allen Dingen, die kommen jetzt hier wieder mit bei, auch wenn sie Nährstoffmangel haben. Das ist nicht so tragisch, das haben wir ja nun schon des Öfteren miterlebt. Von daher lassen wir die einfach hier drin und warten, dass die Wurzeln kommen. Das heißt, im Klartext werden die anderen dann dementsprechend jetzt auch einpflanzen. Allerdings mache ich das jetzt hier mit dem Steinwollwürfel, denn das kleine Würzelchen, was hier dran ist, wenn ich das abziehe, das ist weg. Dann ist es weg und dann müsste die Pflanze komplett neu bewurzeln und bei der Avroa Carambola ist das nicht ganz so einfach. Und von daher müssen wir da ein bisschen aufpassen. Ne? So, siehst du wohl, jetzt habe ich schon wieder zu viel drin. Ist aber auch egal, pass mal auf. Man kann ja auch die Steinwolle oben sehen, die Pflanze wird ja später sowieso nochmal umgetopft, von daher ist das nicht so wild. Ne? Ja, man sieht schon, ne? Manchmal denkt man so, ne? Kannst du so und so machen und dann guckst du mal genauer und überlegst ein bisschen und dann sieht das Ganze schon wieder ganz anders aus. Ne? Also es ist dann doch besser jetzt tatsächlich, dass wir nur die einpflanzen, die Wurzeln haben und die noch keine Wurzeln haben, auch wenn sie Nährstoffmangel haben, ist Schnuppe. Ne? Lass, ist egal. Die werden jetzt in Ruhe noch weiter bewurzeln. Jetzt sehen wir hier zwar den Steinwollwürfel, aber ist ja auch nicht so schlimm, wie gesagt. Ne? Ist ja noch eine Jungpflanze. Von daher nicht so tragisch. Okay, so, dann pflanze ich den anderen auch noch ein und dann gucken wir mal, was wir gleich noch gemeinsam machen hier. Achso, übrigens, kein Dünger verwenden jetzt hier, ne? Ganz wichtig. Ganz wichtig, auf keinen Fall Dünger. Viele Wege, viele Möglichkeiten, ja, auch in der Selbstbewässerung. So, wir haben jetzt hier unsere Litschis, die sind vom, am 26.09. haben wir sie eingepflanzt, ne? Also Ende September, Oktober, November, Dezember. Gut, sagen wir mal 3,5 Monate alt sind die jetzt. Die sind wunderschön gewachsen hier, Selbstbewässerung. Das ist so eine geniale Sache. Stehen zu viert hier drin. Ich ziehe die mal raus, hier, dass man die Wurzel nochmal sehen kann. Das ist also genial, was hier an Wachstum gegeben ist, auch von den Wurzeln. Das ist also sehr, sehr überraschend. Ich bin gerade überlegt, ob wir sie mal zurücknehmen sollten. In der Regel machen wir das ja ab und zu bei den Pflanzen. Bei den Litschis weiß ich jetzt noch nicht, ob sie es vertragen oder nicht. Aber andersrum, wenn ich es nicht mache, werden die Wurzeln sich da drin etablieren hier unten. Das heißt, im Klartext im Substrat weniger wachsen, weil sich unten natürlich besser versorgen können, direkt aus dem Wasser, logischerweise.
Also, was kommt? Laber, palaber, diskutier rum, ne? Überleg oder weiß ich auch nicht. Alter, die haben harte Wurzeln. Das ist ja heavy. Das wäre natürlich blöd, wenn die jetzt tatsächlich nur diese eine Pfahlwurzel haben, ne? Aber ich kann hier im Substrat nichts entdecken. Oh oh. Ja, okay. Aber pass mal auf, es nutzt eigentlich nicht, obwohl, warte mal, wenn sie dicker werden, dann müssten die sich ja rein theoretisch selbst abquetschen hier, ne? Weil es sind ja kleine Löcher. Oh, da bin ich jetzt gerade ein bisschen schlüssig. Nicht schlüssig. Normalerweise würde ich es machen, aber jetzt, nachdem ich die Wurzel angefasst habe hier, das ist ja ein richtiges Holzteil, alter Schwede. Ob das jetzt so gut ist, wenn wir die abtrennen, kannst du natürlich Pech haben, dass hier im oberen Bereich gar keine Saugwurzeln mehr da sind, ne? Oh, machen wir es jetzt oder nicht? Also, wie heißt so schön? Learning by doing. Der erste Gedanke ist immer der beste in dem Sinne. Also werde ich das jetzt machen, auch wenn ihr das jetzt nicht so sehen könnt. Es muss sein, nutzt alle nichts. Nutzt alle nichts. So, zack und ab. Okay. Und dann wieder rein mit dir. So, lass uns überraschen, was dann jetzt passiert. Aber in der Regel ist es notwendig, das zu machen, wie gesagt, damit sie sich nicht zu sehr im Wasser etablieren. Ne? Zumindest später, gerade später zum Umpflanzen ist das ganz wichtig. Ne? Wenn du die Wurzeln unten alle drin hast und willst dann raus, kriegst du nicht, musst die Wurzeln abschneiden. Zieh es raus, plupp, die ganze Erde ab und keine Wurzeln dran. Muss man natürlich auch von Pflanze zu Pflanze beobachten, das ist ganz unterschiedlich. Aber Litschis, wir wissen ja, das sind ganz sind Kandidaten, die also sehr, sehr schwierig sind anzuzuchten. Von daher wäre das natürlich nicht so gut, wenn wir da erst noch später eingreifen würden. Vielleicht hätte ich es viel früher machen sollen. Hätten wir. Weißt du Bescheid? So ist das. Okay, also, jetzt bin ich ganz durcheinander. Das ist die coolste Sache, wissen wir, in der Selbstbewässerung. Das funktioniert auch Topf in Topf, ganz klarer Fall, wird aber später schwieriger in der Verfahrensweise, das Düngen und so weiter, wobei wir aber auch logischerweise, ne, die Pflanzen hier rausnehmen können aus dem Topf und dann dementsprechend eigentlich woanders ins Wasser rein und hast du nicht gesehen. Geht auch, komm her. Ist also auch nicht so schwierig, gerade in der Anfangszeit ist es dann natürlich auch einfacher, wenn man jetzt ganz viele Pflanzen hat. Ne? Okay, pass mal auf, ich mache eine kurze Pause, ich muss mich jetzt erstmal sammeln. Ich hoffe mal, dass die Litschis das überleben, weil das wäre natürlich schade, wenn sie das nicht tun würden. Und dann nehmen wir noch etwas mit kurz hier, wenn wir schon mal hier sind. Bei den Litschis, die stehen mehr oder weniger absonnig. Die stehen zwar unter der Zusatzbeleuchtung der Easy LED, der Aquariumbeleuchtung für Pflanzen, aber sie stehen unter der Jacaranda. Zeige ich euch gleich mal, wie das ausschaut. Okay. Die Jacaranda. Ja, glaubst du nicht, die wächst echt mächtig, alter Schwede. Aber die macht auch direkt ohne Ende. So, und hier unten drunter stehen die Litschi, man sieht, ne? Also geschützt unter der Pflanze. Und dadurch bekommt sie nicht so viel Licht, aber wir sehen, es geht ja richtig gut darunter. Gerade bei Jungpflanzen kann das also tatsächlich auch ein Vorteil sein. Sie brauchen zwar Licht, ne? Vielleicht auch das richtige Licht in dem Sinne, ne? Aber halt nicht so extremst. Von daher entwickeln die sich also hier drunter richtig gut. Das ist richtig genial anzusehen. Ich mache mal Stopp, aber nimmt man da unten mal die Abschmeißer Blätter an die Jacaranda. Das ist also echt heavy. Wobei die oberen Blätter okay sind. Ne? Also die fallen nicht ab, aber wenn die etwas älter werden, die Blätter, kommen das hier, kann man es vielleicht sehen. Guck mal. Ja, sieht man jetzt gerade nicht dummerweise. Gut, das ist ja so ein junges Blatt. Okay, typischer Profi-Effekt. Aber weiß Bescheid. Okay. Versuchen wir es einfach mal. Pass mal auf, wenn du jetzt ganz viele von solchen Töpfen hast, ne, oder auch größere Töpfe, um dir dementsprechend für längere Zeit zu versorgen, gerade im mineralischen Substrat, ganz wichtig. Ne? So, ich habe jetzt hier eine Flasche und habe hier unten ein Loch eingebohrt. Ein 8 mm Loch, eins dieses Mal nur. Mal gucken, ob das so funktioniert, wie ich mir das vorstelle. Das heißt, wir befüllen die Flasche jetzt mal. Es wird natürlich einiges am Wasser erstmal so drauf gehen gleich, aber das ist nicht so wild. Das ist jetzt einfach mal ein Test, um zu gucken, ob das so funktioniert, wie ich mir das vorstelle. Ne? Wäre natürlich cool. Wir brauchen einen flachen Wasserstand. Und von daher, mach mal auf. Ich kann ja auch ein bisschen Wasser gleich mit der Gießkanne noch reingießen hier. So, dann nehmen wir unsere Selbstbewässerung und stellen die einfach mal hier drauf. Das läuft jetzt so nicht. Habe ich mir schon fast. Doch, läuft. Siehst du wohl. Muss man so ein bisschen Kontakt haben, siehst du? Hm? Soll ich das jetzt einfach mal so lassen? Ne, es dauert zu lange. Pass auf. Ich gieße hier schon mal ein bisschen Wasser rein, um mal zu gucken, wie viel Wasser dann gleich hier drin steht. Okay, hat aufgehört. Hat aufgehört. Okay, das heißt also, dann könnte das so tatsächlich funktionieren. Man muss das Loch nur auf die passende Höhe positionieren. Ne? Dann
Sollte das funktionieren? Jetzt muss ich gerade mal überlegen, wie kriege ich das jetzt hin, dass ich hier nochmal den Wasserstand niedriger kriege? Ja, rausgießen, aber das wäre es ja dann jetzt vom Effekt her dann nicht so. Ich hebe einfach mal an. Wir tun einfach mal so, als wenn. Siehst du? Hä? Läuft. Okay, haben wir das mal ganz kurz mitgenommen. Ich wollte wissen, ob es geht oder nicht geht. Vielleicht auch sinnvoller, zwei Löcher unten rein zu bohren. Jetzt haben wir also wirklich hier eine ganz kleine Pfütze drin stehen, ne? So, dass nicht mal die Hand hier untergeht und dementsprechend kann hier Wasser gesogen werden. Das ist natürlich eine coole Sache für längere Zeit, das Ganze zu versorgen. Man kann dann auch zwei oder drei Flaschen reinstellen. Oder wie auch immer, je nachdem, wie lange man weg ist, ne? Oder wie lange man seine Pflanzen einfach versorgen möchte. In der Anzucht wohlgemerkt, weil kommt erstmal dementsprechend keine Nährstoffe rein. Wenn man das mit Nährstoffen macht, dann muss ab und zu das Wasser wechseln. Ne? Aber nicht von heute auf morgen. Kann durchaus auch einen ganzen Monat drinstehen, das Wasser ist nicht so schlimm. Aber dann doch bei Zeiten ab und zu das Ganze mal sauber machen. Das ist dann doch schon ganz wichtig, wenn sich Algen drin bilden. Weil da muss man selber mal so ein bisschen tüfteln. Das läuft auf jeden Fall. In der Selbstverbesserung ist das eine mega coole Sache. So, siehst du wohl, ne? Kurz mal gemacht und es klappt sogar. Ja, ach so, die Litschi muss ja noch eingepflanzt werden. Moment! Wir werden es genauso machen wie bei dem Chiliwald hier oder auch der Avroa Carambola. Wir sehen, die Pflanzen wachsen prächtig in diesen Schalen. Das ist also echt genial. Ich habe schon mal vorbereitet, Löcher reingemacht. Das ist dann unser Untersetzer im Prinzip. Ja, und da pflanzen wir gleich mal eine hier hinein, um mal zu gucken, ob das damit auch funktioniert mit der Litschi. Und das Coole ist ja, eigentlich, ich habe mir gerade so überlegt, könnte man diese Schalen hier reinstellen, dann hast du alle bewässert. Ne? Brauchst dich nicht um jede einzelne kümmern. Ja, wer weiß, der weiß. Ne? Okay, aber da darf man nur Pflanzen reinpacken, die natürlich dementsprechend die gleichen Nährstoffbedingungen haben möchten in dem Sinne. Ne? Okay. Das Substrat habe ich schon mal eingefüllt. Das gießen wir jetzt an, das Ganze. Ich nehme diesmal einen größeren Untersetzer hier. Ja, diese Tonuntersetzer sind gut. Also den kann man für einiges verwenden. Dann dementsprechend natürlich auch hierfür. Das ist richtig genial. Da hast du auch ein bisschen mehr, ja, ich sag's mal, Wasservorrat in dem Sinne drin, ne? Als jetzt halt direkt in diesem Untersetzer hier, wo wir dann das im Normalfall machen würden. So, da machen wir ein schönes großes Loch hier unten rein. Und dann setzen wir unsere Pflanze hier hinein. Ich muss mal gucken, die Wurzeln sind natürlich ein bisschen merkwürdig gewachsen, ne? Aber egal, das geht schon. Das ist nicht so das Problem. So, Schätzelein. So, kann ruhig ein bisschen oben aufstehen, die Wurzel, wenn es sein würde in dem Sinne, aber ist okay, das klappt wunderbar. So, vorsichtig arbeiten hier, nicht, dass wir die Wurzeln auseinanderbrechen. Ne? So, ready, würde ich sagen. Ja, es ist dann doch hier wesentlich einfacher. Gedüngt wird hier allerdings jetzt am Anfang noch gar nicht. Da warten wir wirklich, bis die Pflanze richtig im Wachstum ist. Sie versorgt sich auch anfangs direkt aus dem Samen selber. Das wissen wir ja auch schon. Und von daher würde ich sagen, ja, auch das ist eine coole Sache, ne? Ja, siehst du wohl. Ja, das Schöne ist, wenn du Substrat einmal gebraucht hast, dann ist es nicht mehr so, ja, ich will nicht sagen dreckig. Mit Dreck hat das ja nichts zu tun, sondern der feine Anteil ist dann dementsprechend rausgespült schon. Ne? Dann ist das in der Art und Weise auch schon mal wesentlich einfacher. Okay, die anderen, ich weiß, also ich glaube, die werde ich nicht mehr einpflanzen, weil das ist nur, dauert einfach wirklich zu lange, oder? Oder doch? Ich weiß es noch nicht. Weißt du was, ey? Nee, ich kann weg tun, kann ich sie nicht. Okay, ich lasse noch. Mal gucken, was wir damit noch machen. Im Laufe der Zeit. Es ist wunderschön anzusehen, wie man ständig ja, sich weiterentwickelt auch. Ne? So, das mit diesen Untersetzern, das werden wir tatsächlich jetzt zur Hand haben. Ich nehme den auch mal raus hier. Der wird ja gedüngt mittlerweile bei 400 bis 500 Mikrosiemens auch tatsächlich. Und dann ist das einfach als mit diesem kleinen, ich lasse ihn erstmal hier stehen, da haben wir viel zu Wasser drin, kleinen Untersetzern. Das heißt, ich kann ihn dann dementsprechend jetzt hier auch versorgen und gieße hier einfach mal Wasser rein. Das ist etwa ja, so ja, 5 mm bis Zentimeter maximal, denke ich mal, dann hier tatsächlich im Wasser steht. Und dann ist das Ganze auch für längere Zeit versorgt. Ja, ist schon eine geile Sache mit diesem kleinen Schälchen. Ne? Das hat schon ein bisschen was. Auch später dann zur Anzucht zum Bonsai ist es wesentlich einfacher. Also sind die Wurzeln erstmal in die Tiefe wachsen geradeaus. Und von daher nehmen wir das heute so mit. So, ich mache Feierabend. Weißt Bescheid? Winke, winke. Bis ganz bald hier aus dem Reich der Pflanzen, der Vielfältigkeit. Es macht so viel Freude. Aber wie gesagt, die Litschi, da wird gar nicht gedüngt. Das lassen wir schön. Die lassen erstmal wachsen. Aber diese, die müssen natürlich versorgt werden. Ganz klarer Fall. Und jetzt ist es noch einfacher. Ne? Ja, sind sie tatsächlich für länger versorgt. Gut, man könnte jetzt auch noch Selbstbewässerung reinmachen, also doch reinmachen mit und hast du nicht gesehen, haben wir ja auch schon gemacht, aber hier auf der Art und Weise ist jetzt erstmal anfangs natürlich wesentlich einfacher, von daher.
Weil wenn du ganz viele hast und überall mit Selbstbewässerung und hast du nicht gesehen, ja gut, natürlich ist schon besser, ne? Auch mit den Lechhutzertöpfen, das ist schon, aber ja, ich kann jetzt nicht für jeden einzelnen kleinen Sämling einen Lechhutzertopf holen, das geht nicht, ne? Und, nee, nicht und, weißt du was, lass mal jetzt so stehen, es ist so wie es ist. Es ist einfach nur cool, was auf jeden Fall möglich ist, was ich euch zeigen kann. Das ist ja das Geilste bei der ganzen Sache, ne? Also es ist schon mega cool, dann dementsprechend jetzt auch wieder nochmal ein kleines Stückchen einfacher in der Pflege mit diesen Tonuntersetzern in dem Sinne. Die sind auch glasiert von innen, kann man easy sauber machen, von daher ist das eine geniale Sache. Ja, meine Lieben, ich lasse das jetzt so stehen hier, mach Feierabend, wie gesagt, ich muss jetzt erstmal ja, mich gleich ein bisschen erholen. Okay, dann sehen wir uns ganz bald wieder. Yippie-yay.